Alles klar, Ocelot hat uns jetzt hier gnadenlos motiviert. Wir sehen jetzt folgendes Spiel und das ist nämlich das Team-Final des Dr. Pepper Cups auf der Seite von SK Gaming. Das heißt, wir werden jetzt einem Best of Three gegenüberstehen. Das Team, was hier gewinnt, hat einen Platz auf der Gamescom-Hauptbühne sicher. Zu sehen bekommen wir die 1000 Kilo Hantelbank auf der blauen Seite und Team Serverforge auf der Roten. Was halten wir denn von der Gesamt-Team-Composition oder was wird uns begegnen, Peric? Ja, also wir haben ja schon im letzten Game gemerkt, wenn man diese Global-Ultis nicht wirklich ausnutzen kann, dann sinkt halt auch echt dieses Potenzial dieses Teams enorm. Und ich denke mal, SF ist auch dafür bekannt, halt, dass sie meta-untypisch mal picken und jetzt schon wieder eine Quinn in der Mitte. Also ich denke mal, das wird ganz schön happig werden für das Team von der 1000 Kilo Hantelbank. Also die Quinn wird, denke ich mal, hoffe ich zumindest, in der Mitte gespielt und sie wird auf jeden Fall dem Twisted Fate richtige Probleme machen. Werden wir sehen. Wir haben natürlich gesehen, dass Team Serverforge wirklich oder beide Teams eigentlich ungewöhnlich vorgegangen sind. Und das ist so, finde ich, was wirklich Schönes. Also League of Legends, gerade in der LCS, ist ein bisschen, oder auch im Ranked, ist teilweise echt versteift auf bestimmte Picks, auf bestimmte Varianten. Nur die Team Composition ist dann das, was ab und zu mal variiert wird. Und wenn dann plötzlich ein ungewöhnlicher Champion am Start ist, dann freut das auf jeden Fall das Gamerherz. Auf jeden Fall, also finde ich auch sehr klasse von Team Serverforge. Einiges auch, ich meine, es ist ja auch sehr riskant, mal etwas Meta-Untypisches zu picken, aber sie setzen sich damit durch, also nicht schlecht. Wir sehen jetzt hier auch schönes Gelächter auf der Seite von der 1000 Kilo Handelbank. Man formiert sich nun oben auf der Top-Lane, hofft natürlich, dass der ein oder andere Face checkt. Wards werden jetzt hier vom Serverforge so gut wie es geht platziert. Das Team von der 1000 Kilo Handelbank geht den nördlichen Weg, werden jetzt aber gespottet. Und das ist halt die Frage, ob man da bezogen auf die Seite von Serverforge engagen will. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob der Ward den sogar gesehen hat. Nein, er wird ihn wahrscheinlich nicht gesehen haben. Blase geht rein, trifft niemanden, laufen jetzt hier runter. Wir müssen natürlich schauen, dass der Cooldown von dem Nami-Q wieder am Start ist. Aber spätestens jetzt sieht man das Team. Die Frage ist, wird man engagen wollen oder nicht? Wenn Zek vorgeht, kann er mit seiner passiven definitiv für Angst und Schreck sorgen. Aber das Team von Serverforge ist vergleichsweise CC-arm, wenn man das erste Level betrachtet. Die ersten porten sich, das kann bedrohlich werden. Jetzt geht hier der Zek volle Wucht rein, hat den Sprung gewählt. Und jetzt, oh, Nami-Ulti trifft einfach vier Leute. Alle werden vergleichsweise low. Shen wird sich, denke ich, hier noch den Weg nach Hause bahnen. Ein Quinn schafft es so über die Mauer. Jetzt kommt das Ignite dazu. Zack, First Blood für den Zek nicht schlecht gemacht. Quinn hier rüber geflasht und dann mit ihrem E gut gearbeitet. Sah nicht schlecht aus. Ja, auf jeden Fall super gemacht einfach. Und man hat gesehen, Quinn macht einfach schon so viel Schaden am Anfang mit Level 1. Und ja, da hat man einfach gesehen, jetzt hat natürlich der Zek First Blood bekommen und drei Leute haben einen Assist bekommen. Also das wird auf jeden Fall nicht so einfach werden für die 1000 Kilo Hantelbank. Oh, wir sehen jetzt auch, dass hier Sona so ein bisschen Schaden fressen muss. Das denke ich, kein Problem. Wird wieder von der Blase getroffen, muss da aufpassen. Wäre da der Varus jetzt dabei gewesen, hätte es vielleicht sogar zu einem Kill kommen müssen. Oder auf jeden Fall zu einem heftigen Verlust von Pots. Die sind ja entsprechend auch wichtig. Ja. Ja, der Zek hat natürlich jetzt schon, wenn wir reinen Geldbetrag betrachten, 400 Gold Vorteil. Ist jetzt hier noch hier mal eben die Symbole ordnen. Wollte ich dir gerade noch sagen. Hast du die Symbole geordnet? Quinn macht sich hier auf der Mitlane ganz gut. Schafft es halt immer wieder mit der vergleichsweise hohen Reichweite des Es, jemanden anzuspringen, beziehungsweise jemand ist hier auf jeden Fall der Twisted Fate und der Burst Damage durch die Markierung, durch den kleinen Valor. Ist das definitiv kein Ding. Ich bin halt gespannt, wie das dann in den Fights aussieht. Denn da muss Quinn wirklich vom Positioning her und vom Timing her ganz schön glänzen. Mittlerweile sehen wir das hier. Die Kittin richtig viel Leben verloren. Der letzte Auto-Attack war von der Nami deswegen nicht tödlich. Elise war zwar in der Nähe, muss jetzt aber wahrscheinlich versuchen, die Lane so lange wie möglich zu halten. Caitlyn ist immer noch Level 1. Ja, also Varus kann da auf jeden Fall richtig viel Schaden drücken auf die Caitlyn. Und gerade mit Nami, wenn die da mal so ein Aqua Prison landet, dann kommt da auf jeden Fall schon richtig, richtig viel Schaden rein. Der Varus hat ja den großen Vorteil, dass er da den Pfeilhagel hinterher sitzt und dadurch auch die Heilung stark reduziert. Sona wird dann so ein bisschen da gecountert, natürlich Positionscounter eher, trotzdem gefährlich für sie. Und der gute Sustain und das Push-Verhalten, was eigentlich einer Caitlyn gehört, sieht man hier bis jetzt noch nicht. Nee. Ja, die Elise, sieht man, hat aber auch
Also ich hätte gedacht, sie startet vielleicht sogar beim Enemy Red. Oder sie hat ja ihren eigenen Red bekommen, ziemlich einfach durch dieses First Blood, ist dann aber auch nicht mehr zum Enemy Red gegangen. Also hat sich dann doch eher im eigenen Jungle aufgehalten. Wo sehen Sie denn auf der Botlane den Counter ging? Elise ist da, hat auch hier den Ward ausgeschaltet, das Team von der 1000 Kilo Handelbank etwas vorsichtiger. Zieht sich zurück, lachen aber so gut wie es geht den Gegner aus. Man erhofft sich vielleicht einen härteren Engage. Jetzt geht der Varus ein bisschen weit nach vorne. Pinkfart Battle nun am Start. Jetzt kommt die Spinne dazu. Sie fragen, wie kann der Jarvan darauf reagieren? Nami mittlerweile schon sehr, sehr low. Repel ist jetzt nun am Start. Das Fleisch von Nami wurde nun provoziert. Die Frage ist, auf wen geht nun Jarvan mittlerweile aus? Und frisst ja auch den Cocoon. Muss hier ebenfalls rausflashen. Bis jetzt noch ein großer Vorteil für das Team von dem Silverforge. Varus flashen davon. Schafft aber den Auto-Attack nicht. Das heißt, die Spinne entkommt ja schöne Blase von der Nami. Ich denke, die Caitlyn verabschiedet sich. Gut gemacht von der 1000 Kilo Handelbank. Zwar hatte man die Spinne nicht bekommen können, aber Varus hat sich durchgesetzt. Muss aufpassen, dass er hier nicht zu viel Schaden durch die Minions und auch durch die Sona frisst. Die Kamera verschwindet ganz einfach. Das finde ich sehr, sehr unfreundlich. Kommt jetzt aber wieder zurück. Schade. Auch Nami hat jetzt auch schön reagiert. Das Repel war da und sie hat gedacht, wenn du dich hier hinbewegst, dann bist du sofort tot. Gut gemacht. Ja, hat sie sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Also die Caitlyn da noch mit einem Aquapissen festzuhalten, hat auf jeden Fall den Kill gesichert. Also ohne die Nami wäre das auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Richtig. Hat auch viele Summoner Spells auf beiden Seiten verbrannt, muss man sagen. Und Varus ist da aber empfindlicher. So müssen wir zugeben, er verlässt sich stark auf das Flash. Muss dann gucken, wie er die nächsten 5 Minuten damit klarkommt. Ja, konnte natürlich jetzt durch den Kill und hat auch 10 CS schon mehr, schon ordentlich Gold ansammeln und hat sich jetzt auch beim Pyrrhic Scepter geholt. Auch die Quinn sieht man, hat ein bisschen mehr Farm als der Twisted Fate. Also genau das eingetreten, womit ich auch gerechnet habe. Denn Quinn hat halt ein ziemlich starkes Early Game. Da kann der Twisted Fate nicht wirklich viel gegen machen. Richtig, zieht sich jetzt auch zurück. Bohrte sich dann auch nicht am Tower, sondern wirklich so weit es geht weg. Denn Quinn ist ja in der Lage, mit ihrem Blenden da auch ganz gut zu harassen. Wir sehen jetzt auch, dass die Maximierung da etwas unterschiedlich ist. Hat hier 2 Punkte auf das W und 2 Punkte auf das Q gelegt. Mal schauen, ja, durch das W kriegt man halt in dieser Menschengestalt immer Movement Speed und Attack Speed, wenn man ein markiertes Ziel angreift. Und das ist halt sehr interessant gegen den Twisted Fate, denn man hat halt durch diesen Movement Speed Bonus, kommt man halt auch ziemlich leicht an den Twisted Fate ran und kann ihn halt auch harassen. Jetzt sehr, sehr gut. Name hier ultra nervig. Kann wieder die Blase haben. Feihage geht direkt in der Bonus Damage. Wurde nun angerichtet. Caitlyn muss da aufpassen. Sona kann zwar hochheilen, hat sich auch nicht für die Attack Speed entschieden. Nicht Attack Speed, sondern Move Speed würde ich sagen. Geht hier wirklich auf Damage und auf den hier ist, denke ich, auch nötig. Quinn kommt jetzt hier dazu in seiner ultimativen Form. Muss natürlich schauen, dass er da nicht zu viel Schaden frisst. Das hat leider nicht funktioniert. Das Team von der 1000 Kilo Handelbank hat da gut reagiert und TF in der Mitte. Und die Ulti ist bereit. Ja, das ist natürlich ein netter Versuch gewesen von der Quinn, aber hat nicht so wirklich geklappt. Jarvan wird jetzt hier versuchen, den Zac zu gängen. Wir müssen hier schauen, Flash ist draußen. Trotzdem kann Zac immer noch springen. Und das wird man wahrscheinlich ein bisschen abwarten, dass man das abbricht. Wurde jetzt nicht getan. Jarvan hat schon vorher engaged und das Taunt war noch nicht wieder da, da der Cooldown dieser Fähigkeit sehr hoch ist. Ja, hat der Zac schön gemacht. Also Zac wusste, ich kann so lange nicht jumpen, bis der Jarvan mich hochgeschmissen hat, und man hat gesehen, sobald er ihn hochgeschmissen hat, ist er einfach rausgesprungen, hat sich gedacht, naja, jetzt hast du deinen Knock-Up für mich verbraucht, jetzt hüpfe ich euch einfach weg. Elise zieht sich ebenfalls zurück, schnappt sich den Red Buff, gehört hier natürlich auch, und auch der TF will hier langsam den Blue Buff, er muss in der Lage sein, in der Mitte so gut wie es geht zu spammen, um gegen Quinn klarzukommen. Zurzeit hat da Quinn schon einen kleinen Vorteil jetzt ausgebaut, geht auch hier Full Damage mit dem besten Freundeschwert. Auf jeden Fall, also die wird da jetzt ganz schön hart dem Twisted Fate auf die Nüsse gehen, denn Twisted Fate hat sie jetzt hier auch hier keine Rüstung gekauft und Quinn natürlich mit dem BF Sword hat da auch schon ordentlich AD angesammelt, also die wird da richtig viel Schaden an dem Twisted Fate machen und da muss er echt aufpassen, dass er da nicht weggeburstet wird. Zweites Bild von dem Twisted Fate auch sehr interessant, geht hier mit dem Lucky Pick an den Start, was denkst du, was das für Gründe haben könnte? Ja, aus dem Lucky Pick kann man ja, soweit ich weiß, diese Twin Shadows bauen. Die haben wir ja schon einige Male gesehen und sind auch sehr effektiv mit Twisted Fate, denn es gibt Move Speed und Slow, den man aus der Ferne triggern kann. Und auf jeden Fall ein sehr gutes Item. Und Problem ist natürlich, genau, dass es ja Magieresistenz gibt. Nicht gerade das Sinnvollste gegen Quinn. Selbst die Ulti basiert ja hart auf Damage. Also auf normalen Schaden. Fall.
Natürlich schauen, wie er da klarkommt. Jarvan steht schon bereit in einer fiesen Ecke, hat doch seine Ulti am Start. Kann also da den Quinn ganz gut festhalten. Er muss sich da zwingen, das E aufheben. Hat er jetzt verbraucht? Jetzt könnte es bedrohlich werden. Ulti, Cooldown davon ist nicht allzu hoch. Ist bald wieder da. Jarvan konnte aber seine Chance nicht nutzen. Ja, unten steht auch schon die Elise im Busch. Also man versucht da auch, da vielleicht einen Gank zu erzwingen, aber die 1000 Kilo Handelbank macht das schon nicht schlecht und pusht nicht zu weit, denn sie weiß ja schon, dass Elise da stehen könnte. OTF, Ulti kommt, ist wieder so, man versucht es hinten ranzustechen, Flash nach vorne, um Quinn wirklich festzuhalten. Oh, die Standarte hat nicht ganz brocken können, versucht jetzt hier noch rauszuspringen. Hat nicht ganz geklappt, denn in der Vogelform prallt man ja nicht mehr vom Gegner ab, sondern landet bei diesen. Sicherer Kill für das Team von der 1000 Kilo Handelbank. Ja. Und da wären wir auch wieder dabei, wenn man halt die Jarvan-Ulti auf sich drauf hat und man hat alle Escapes benutzt. Quinn ist vorher weggejumpt, hat vorher auch schon geflasht und dann hat sie halt nicht mehr viele Möglichkeiten, wenn sie einmal in der Jarvan-Ulti drinsteht. Zum ersten Mal können wir auch sehen, dass die TF-Ulti wirklich zu einem Kill geführt hat. Haben wir beim Dr. Pepper Cup nur nicht so oft erlebt. Shen ist ebenfalls noch am Start, was seine globale Präsenz angeht. Das bedeutet, man muss da betrachtet von dem Team Serverforge aufpassen, dass man da nicht zu weit geht. Außer Zack ist der Einzige, der da geschützt ist. Hat er seinen Ward platziert, um den Jarvan zu sehen. Er wird sich da in aller Ruhe zurückziehen. Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Die Caitlyn kommt jetzt hier wieder ein bisschen ran mit den CS. Die Team Serverforge versucht jetzt hier auch den Dragon zu machen, sind mit 4 Mann unten. Aber das Team von der 1000 Kilo Hantelbank hat natürlich immer noch die Shen-Ulti, die dann da sein könnte. Ah, ist aber schon zu spät. Smite halt am Start und die Elise macht halt viel Schaden. Blase trifft dir, ich denke, jetzt ist es mit Quinn eventuell vorbei. Versuchen so viel Schaden, wie es geht, rauszudrücken, wird es auch von der Nami und die Ulti erfasst. Shen kommt jetzt hier ebenfalls dazu. Schöne Kombination mit dem Jarvan, das heißt, er wird jetzt hier nicht dazukommen. Der Zack hat ihn abgebrochen. Gut gemacht, dass er da reagieren konnte, war auf jeden Fall demoralisierend. Jetzt verabschiedet sich definitiv die Nami. Mach's gut, kleiner Fisch. Ganz normal getradet. Bisher hat es 1:1 und Shen konnte da nicht dazukommen. Das ist das Problem, wenn man ein CC lässt, den Gegner gegenübersteht. TF hier äußerst ehrgeizig. Trifft hier, aber doch, trifft hier die Karte, wird sofort weggeklänzt und nachher geflasht, um dann dem Jarvan noch zu entkommen. Ich denke, die Sona wird den Tower noch halten. Ja, also da hat man gesehen, dass Clans auf jeden Fall schon die richtige Entscheidung war. Gerade der Twisted Fate hat halt ziemlich geringen Cooldown auf seinen Karten und kann dann halt permanent halt auch die ADs stunnen und die Caitlyn kann dagegen nicht viel entgegensetzen. Also ohne das Clans wäre Caitlyn auf jeden Fall definitiv gestorben. Das ist hier gut gemacht. Zweck versucht auch weiter zu farmen. Ich sehe gerade, dass ich hier dass ich etwas falsch justiert habe, dafür entschuldige ich mich. Jetzt ist alles wieder richtig. Zack muss natürlich dem Shen gegenüberstehen. Hat einen kleinen Farm-Nachteil. Dieser ist aber minimalistisch, vor allen Dingen, wenn man das First Blood bedenkt. Auf jeden Fall. Ja, zu den Items selber. Wir sehen hier auch, die Caitlyn hat sich hier für das BF-Sword entschieden. Also baut dann, denke ich mal, auch direkt auf Infinity Edge, um einfach diese dicken Crits, die wir schon mal vorhin in einem Spiel gesehen haben, zu drücken. Ansonsten, Twisted Fate hat sich jetzt hier nicht die Twitch Shadows gebaut, sondern ein Needlessly Large Rod. Also er baut wahrscheinlich sogar echt Rabadons. Versucht dich da das vielleicht Geld. Halt, oder vielleicht halt auch Sonjas Hourglass. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Denn mit 2 ADs sind diese extra Armor natürlich nicht verkehrt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Durch den Rod hat er natürlich einen hohen Burst Damage, keine Frage, aber er selbst ist natürlich nicht derjenige, der mit vielen Fähigkeiten Schaden macht. Seine Ulti ist halt sehr, sehr Utility-lastig. Elise versucht jetzt hier den Shen zu ganken. Wir schauen, dass er seinen Taunt gut einsetzt, wurde aber trotzdem noch erwischt. Schafft es aber aufgrund der hohen Tankiness durch das Sunfire. Ja, also der Shen braucht da auf jeden Fall nicht so dolle Angst haben. Er hat auch noch Flash und seine Ulti gehabt, die ihn auch kurz schildert. Boah, auf jeden Fall nicht so viel Angst haben. Oh, auf der Botlane sehen wir jetzt, dass TF wirklich seine Karten ausspielt. Nami ein bisschen zu spät die Ulti gemacht, kann also die. Nein, schafft es nicht. Sona konnte ich. Wäre die Nami-Ulti, hätte die gesessen, wäre Sona definitiv gestorben. Ja. Ja, also der Twisted Fate macht das in diesem Game auf jeden Fall genau richtig. Er setzt seine Ulti immer auf Cooldown möglichst zeitnah ein, damit er halt auch Druck auf den anderen Lanes ausüben kann. Auch wenn jetzt die Sona nicht gestorben ist, man konnte sie von der Lane drücken und somit vielleicht auch den Turm drücken. Ich muss auch dazu sagen, dass Varus die Caitlyn mittlerweile hart outfarmt, was natürlich der positiven Laning Phase geschuldet ist. Und der TF kommt vom Farm her hinterher, trotz seiner Teleport-Aktion. Ja, die Quinn natürlich mit 0-2 wurde halt auch gegankt und die
ja, kam nicht so gut ins Early Game, wie ich gedacht hätte. Am Anfang hat er natürlich ein bisschen mehr CS gehabt, aber der Twisted Fate macht das nicht schlecht. Also er farmt auch immer konsequent weiter und sobald er die Ulti ready hat, denkt er. Ich sehe jetzt auch, dass die Toplane sich versucht, so ein bisschen anzuprügeln. Beide ganz einfach sehr tanky, sehr viel Sustain, werden sich nicht zu sagen haben, außer man kämpft jetzt wirklich 2 Tage lang gegeneinander, dann würde vielleicht ein Kill entstehen. Wartet dann wahrscheinlich eher auf den Jungler. Zurzeit sieht es auch so aus, als ob der, gut gemacht von dem Shen, versucht hier auf den Blob sich zu dashen, um ihn jetzt einfach zu zerstören, damit der Sustain von dem Sekt nicht gegeben ist. Der Burst Damage von Mara sollen schon schätzen, Blase sicherheitstechnisch gemacht, aber den Cocoon wurde noch gedodged. Nicht schlecht gemacht, konnte sofort davor weglöschen, wird es auch überleben. Und hier ist die Frage, ob hier Nami noch kommt. Ja, Jarvan, kommen Sie dazu. Pfeil wird gecharged, aber eher zum Farm verwendet. Ich denke, der Druck wird da nicht weiter aufgebaut werden. Würde auch keinen Sinn machen. Varus ist etwas sehr low und musste sein Flash und die Barrier verbrauchen. Ja, hat natürlich noch seine Chain of Corruption. Und man darf nicht vergessen, Shen hat auch noch eine Ulti. Also man sollte da trotzdem... Ja, das Team Serverforge sollte da auf jeden Fall trotzdem ziemlich aufpassen, denn man kann auch mal ganz schnell in so einen Low-Life-Varus reingebaitet werden. Wir sehen jetzt auch, dass Shen sich so positioniert, dass er nicht gesehen wird, um eventuell dazu zu kommen, um das Blatt zu drehen, wobei die Botlane sehr bedrohlich ist. Klar ist das Crescendo raus, das ist wichtig. Das Chain of Corruption hast du ja schon gesagt, dass das noch zur Verfügung steht. Auch die Nami-Ulti ist wieder da. Shen jedoch wieder so positioniert, dass er am Tower steht, versucht alle Ruhe zu farmen, denn er kann es nicht leiden, wenn Zek so nah dran steht. Wir haben gesehen, dass er ihn unterbrechen konnte, wenn er sich porten wollte. Ja, also war auf jeden Fall richtig gut gemacht vom Zek auch, da den Shen zu unterbrechen, denn sonst hätte es auf jeden Fall vorher in dem Fight auf jeden Fall zu mehr Kills geführt, wenn Shen auch noch dabei gewesen wäre. So, jetzt auch der Zek versucht so gut wie es geht noch zu farmen, überholt da den Shen ein klein wenig, hat jetzt aber auch die Minion Wave vor sich, frisst ab und zu einen Tower Shot, muss da aufpassen, dass das nicht zu viele werden. Aber der Shen farmt wirklich sehr gediegen und Tower kann auch immer wieder jemanden verstocken. Muss mal schauen, dass er da nicht zu viel Damage bekommt. Das W skaliert nämlich mit maximalen Leben. Und er ist, und auch der Zek maximiert nicht das E, was ein sehr häufiges Mittel ist. Ja, so auf der Top sieht man das eigentlich sehr häufig, dass Leute, die Zek spielen, Q maximieren, da man mit Q halt einen ziemlich geringen Cooldown auf dem Spell hat, einen Wave-Clear hat, zusammen mit dem W macht es ziemlich viel Schaden und ja, deswegen maximiert Q. Jetzt kommt der TF wieder dazu, macht es hier richtig viel Damage. Zek versucht hier noch den Shen sich mehr oder weniger abzuholen, muss auch schaffen, dass er da nicht noch gekillt wird. Nicht schlecht gemacht, jetzt gilt es darum, die Blobs auszuschalten, möglichst viel Flächendamage. Wildcards, kein Problem, um da die Blobs zu erledigen. Aber Zek konnte sich wehren. Ja, auf jeden Fall. Und man hat das auch gesehen, er hat auch während seiner Ulti schön immer die Blobs eingesammelt. Und das hat ihm, glaube ich, auf jeden Fall den Kill jetzt gegen den Shen gegeben. Denn hätte er das nicht gemacht, dann hätte er auf jeden Fall nicht genug Life während des Kampfes gehabt, um den Shen noch zu töten. Und von Serverforge reagiert er auch brillant wieder drauf, indem sie sich sagen, okay, Toplane ist da so ein bisschen down. Wir können hier den Dragon ohne Probleme holen. Ich denke, das war auch der zweite Dragon. Das ist ein Spiel so mit Geldvorteil. Immer noch bei dem Team von der 1000 Kilo Handelbank, aber es ist sehr, sehr knapp. Ja, also man merkt schon, die Teams schenken sich hier nichts. Also sobald auf der Toplane irgendwie Action geht, wird sofort hier der Dragon gemacht. Und ja, das machen beide Teams sehr, sehr gut. Also man sieht schon, die sind echt auf einem richtig hohen Niveau und... Beide Teams gönnen sich da nichts. Bezüglich der Item-Builds, warum hat sich die Caitlyn eher für den Blutdurst entschieden, obwohl ja der Klassiker meistens darin besteht, dass man sich das Infinity anschaut? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich bin auch ein bisschen verwundert darüber, dass sich die Caitlyn jetzt echt einen Blutdürster gebaut hat. Sie hat natürlich durch den Blutdürster ein bisschen mehr AD, auch zu geringeren Kosten des Items. Blutdürster kostet natürlich eine Menge mehr Gold, eine Menge weniger Gold als ein Infinity Edge. 800 sind es meiner Meinung nach. Aber man hat halt nicht diese hohen Crits mit dem Headshot, was ich sehr schade finde, denn Quinn hat sich auch einen Blutdürster gebaut. Ja, wird man sehen, ob sich das durchsetzt hier mit dem Blutdürster. Ich muss nur dazu sagen, dass die Caitlyn ohnehin durch die Essenzen Lifesteal zur Verfügung hatte. Also der Sustain wäre auch mit einem Infinity Edge gegeben. Trotzdem muss man bedenken, dass auch die Ulti dadurch und das Q mehr Schaden macht. Vielleicht ist da irgendwie das Ziel dahinter. Item-Build-technisch soll jeder tun, was ihm beliebt. Man sieht natürlich, dass halt beide sehr lange kämpfen können, indem sie sich immer wieder an den Minions hochhalten. Botlane dadurch quasi der Toplane sehr ähnlich. Auf jeden Fall, also vielleicht hat sie auch deswegen diesen Blutdürster gebaut.
UTF versucht jetzt hier dazu zu kommen, hat wieder die Caitlyn das Läutern provoziert. Müssen wir schauen, dass sie jetzt nicht nochmal gestunt wird. Oh, schön gemacht, dass sie die Chain of Corruption da gedodged hat. Ulti wird auf jeden Fall nicht ausreichen, um den TF zu töten. Da ist Varus hinterher. Aber jetzt kommt halt Quinn sofort geone-shotted. Kriegt aber auch, denke ich, noch den Varus zu fassen. Double Kill für Quinn. So kann sie zurückkommen. Auf jeden Fall. Also man hat gesehen, wie schnell sie doch ist mit der Ulti. Und dann kommt sie halt an den Varus ran, kann ihn blinden und direkt mit der Ulti executen, kann man sagen. Und ja, also Quinn ist auf jeden Fall noch nicht raus aus dem Game. Hat er mit dem Blutdurster hohes Schadenspotenzial, keine Frage. Ich bin ein bisschen gespannt, auf was Varus gehen wird. Er hat die Pickaxe und hat aber auch das Langschwert geboren. Werden wir ein ganz frühes Last Whisper sehen? Ja, also ich denke mal, er wird auf jeden Fall Last Whisper bauen. Der Varus hat auch hier Q zuerst gemaxt. Man hat natürlich mit dem Blutdurster ziemlich viel AD und durch dieses Last Whisper schreddet man natürlich auch durch die ganze Rüstung durch. Gut, aber ein bisschen Gage hier für Support. Nami Blase hat nicht ganz getroffen. Trotzdem sitzt hier für Shen Infantron. Und jetzt kommt halt Shen dazu. Das ist das große Problem. Repel ist draußen, wird aber an der gleichen Stelle landen. Shen holt sich die Kill. Globale Ultis haben sich definitiv gelohnt. Auf jeden Fall, ja. Der Shen hat richtig gut reagiert. Und man sieht halt auch, der Jarvan macht schon Schaden und ist auch tanky. Also den kann man nicht mal eben so locker wegschnetzeln. Botlane jagen sich hier der Supporter und der ED so ein bisschen hinterher. Ist die Frage, ob Nami da noch beschleunigen kann. Nein, Netz ist draußen mit dem letzten Funken Mana, was man noch zur Verfügung hatte. Caitlyn da safe, aber Varus kann farmen. Auf jeden Fall, ja. Also Varus hat jetzt natürlich nicht mehr ganz so einen hohen Vorteil mit dem CS. Jarvan hat sich jetzt hier auch den Blue Buff genommen, was mich sehr wundert. Also der Twisted Fate bekommt hier gar nicht den Blue Buff. Hat sich jetzt auch, sehe ich gerade, den Lucky Pick eigentlich nur geholt, um halt noch ein bisschen Goldvorteil zu bekommen. Also hat jetzt auch schon dadurch 339 Gold bekommen. Also hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, dieses Item. Und er kann ja nachher immer noch diese Twin Shadows bauen. Genau. Und so natürlich schauen, wie fern sich Magieresistenz da lohnt. Klar haben wir Sekt und wir haben die Elise, welche beide einen hohen Grunddamage haben, was ihre, was ihren magischen Schaden, sag ich mal, angeht. Aber das Team ist vom Damage her äußerst ausgeglichen. Wir haben zwei sehr ED-lastige Champions und wir haben auch zwei EP-lastige Champions, welche man nicht unterschätzen sollte. Also da auch das ein oder andere Resistenz-Item sollte da am Start sein, wobei man auch sehen kann, dass Jarvan sich die Ägide der Legion nach und nach zusammenbastelt. Ja, also das Gute ist halt, durch die Twin Shadows bekommt man halt, wenn der Twisted Fate baut sich ja wahrscheinlich ein Lichtbane jetzt als nächstes, und durch die Twin Shadows, dann hat man halt ein ziemlich hohes Movespeed, also man ist ziemlich mobil, man hat über 410 Movement Speed und kann sich dadurch natürlich auch extrem schnell bewegen und auch mal Carries chasen. Ja, jetzt sehen wir, dass der Supporter Glamis gefokust ist. Blase sitzt irgendwann, aber Aquaclus sind absolut tödlich. Die Knight ist draußen, die Frage, reicht das aus? Sona kann sich immer wieder gegen ein Flash, wurde nun provoziert. Jetzt hat hier der TF ein bisschen das Problem, dass er keinen Mana hat. Schöne Kombination aus dem Netz und dem Q. Hat hier dem TF den Kopf abgesägt. Nicht schlecht gemacht von der Caitlyn. Hat 1-1 getradet und ich denke, dass ein Twisted Fate wertvoll ist als ein Supporter. Auf jeden Fall. Also nicht nur, dass der Twisted Fate gestorben ist. Man muss ja auch so sehen, Twisted Fate hat für die Sona geflasht. Also er hat ist nicht nur gestorben, sondern er hat auch noch einen Summoner-Spell benutzt, der extrem hohen Cooldown hat. Und den hat er jetzt in den nächsten 5 Minuten oder 4 Minuten hat er den jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ja, er hat das wahrscheinlich von dem Ignite Damage ein bisschen unterschätzt. Sona kann sich halt immer wieder gegenhalten. Und Ignite braucht nochmal eine Zeit, ehe es das volle Schadenspotenzial durchgebracht hat. Es reduziert selbstverständlich die Heilung. Trotzdem wollte man ganz sicher gehen, dass man den Kill bekommt. Aber auch dadurch sein eigenes Leben ein bisschen sehr bedroht. Wir sehen jetzt auch, dass beide Teams hier erneut sich am Dragon formieren. Wird wahrscheinlich das nächste Ziel sein. Natürlich schauen, dass man guckt, okay, wo ist denn die nächste größere Bedrohung? Shen Ulti sonst fahren. Zack geht jetzt hier volle Wucht rein. Kann hier auf jeden Fall alles lohnen. Quinn kommt dazu. Damacia direkt auf Quinn selbst. Er transformiert sich nun in den Vogel. Kann auf jeden Fall gut mitteilen, was den Schaden angeht. Zack hier sehr, sehr mutig. Geht hier weit nach vorne. Quinn Ulti nun mittlerweile raus. Ist wieder in der normalen Form. Kann jetzt hier den Kill an Jarvan holen. Und jetzt hat das Problem, das Team zieht sich zurück. Und Caitlyn ist immer wieder in der Lage, aus einer guten Distanz Schaden zu machen. Holt hier ebenfalls noch den Kill. Tower wird sich verabschieden. Zack muss schauen, dass er nicht für eine Passive völlig umsonst trinkt. Oh, jetzt wurde auch noch der Varus erwischt, hat keine Fähigkeiten mehr, um sich in Ungeform zu schützen. Wieder die Caitlyn mit ihrem tödlichen Q da noch den Kill geholt. Also das wird langsam richtig problematisch. Guter Engage von dem Zack und wir konnten die Shen-Ulti nicht beobachten, weil er selber das Opfer war. Ja, und vor allen Dingen auch sehr schön, man hat das gesehen, also die Quinn ist mit dem Vault an den Varus gesprungen und während der gesprungen ist, hat Varus geflasht und Quinn ist einfach die ganze Flash-Distanz mitgeflogen und hat ihn dann direkt geslowed. Und das war, denke ich mal, der entscheidende Punkt, warum der Varus dann auch gestorben ist.
Ja, Caitlyn konnte dann immer noch von Weitem viel Schaden ausdrücken und beide jetzt nicht mehr den Red Buff, aber Caitlyn hat ihn noch zur Verfügung und das sogar eine relativ lange Zeit. Shen kommt jetzt hier mit dem TF dazu, hohe Mobilität auf jeden Fall garantiert. Quinn wird sich verabschieden, hat das CC auf ihn gelandet, aber man ist hier lediglich zu dritt. Zwar ist hier dies vergleichsweise low, kann aber von großer Distanz noch Schaden zufügen. TF muss sich zurückziehen, auch die Caitlyn muss langsam aufpassen, dass sie versucht ein bisschen mehr zu kiten. Die Passive von dem Zack, nein, ist immer noch nicht draußen, er schafft es hier noch lang genug zu überleben. Mittlerweile hat es der Shen geschafft, die Caitlyn zu töten. Auch Damasia kriegt es hier hin, mit der Ulti auf die Blasen genug Damage anzurichten. Und der Zack verabschiedet sich. Varus kriegt wieder einen Kill. Äußerst ausgeglichen. Wir sehen hier, dass hart getradet wird, aber auch um die Objekte gekämpft. Der Dragon wurde so gut wie es geht nicht direkt verteidigt, aber man konnte da auf jeden Fall engagen. Ja, also trotzdem natürlich ein Vorteil für Team Silverforge. Die haben sich natürlich den Dragon gesichert und man sieht das auch. 9-9 steht es in den Kills und trotzdem liegt das Team Silverforge mit 1300 Gold vorne. Ist natürlich nicht viel, aber Gold ist Gold und das sind immer ein paar Items mehr, die man dann bekommen hat. Und auch die ADs haben sich jetzt beide für Blutdürster und Last Whisper entschieden. Also gehen da beide direkt auf diese Armor Shred Variante, indem sie halt extrem auf Attack Speed verzichten, gerade die Caitlyn. Und dafür halt aber die dicken Autoshots landen. Müssen natürlich schauen, dass sie da trotzdem gegen die Bruiser ankommen. Also klar ist ein Zack unglaublich gut dazu geeignet, auf den Varus, auf den TF sich zu stürzen und ihn da irgendwie wegzuhalten. Aber Jarvan kann jemanden volle Wort anbringen. Shen kommt ebenfalls dazu und kann auch in dem Jarvan-Pit gut arbeiten. Nami sollte man von der Ulti und von dem Aqua-Prison auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und diese beiden Carries müssen halt, sie müssen sich beide gut verhalten. Gerade die Caitlyn muss aus einer großen Distanz die Möglichkeit haben, reinzugehen. Und der Quinn oder die Quinn muss wissen, wann gehe ich rein, wann setze ich meine Ulti ein, um auch mein Damage ein Stück weit zu erhöhen. Auf jeden Fall. Man sieht jetzt halt schon, der Twisted Fate hat sich jetzt Lichtbane und Twin Shadows gebaut und rennt jetzt hier mit einem Move Speed von 430 durch die Gegend. Also er ist sehr, sehr schnell und kann auch im Teamfight nicht so einfach gechased werden. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für den Twisted Fate, denn er kann sich im Teamfight mehrmals richtiger, besser positionieren. Sehen jetzt auch, dass langsam hier der Baron ins Visier genommen wird. Es ist klar, dass man erstmal die ganzen Wards ausschalten will. Orakel auf der Sona. Sehr, sehr praktisch. Kriegt doch immer wieder die Kohle dafür, dass sie dieses Item trägt und von anderen ausschalten lässt. So kann man sich geldtechnisch reinteilen und der Supporter profitiert trotzdem noch davon. Das Team von Silverforge positioniert sich hier wirklich nah an dem Baron, baitet ihn aber wahrscheinlich ein Stück weit. Wir wollen gucken, okay, wann können wir da engagen? Vielleicht kann man die in eine Falle locken. Quinn geht jetzt aber auf die Top-Lane. Könnte eventuell bedrohlich sein. Vielleicht wird man so abgeschnitten. Ja, aber Quinn ist da sehr mobil. Durch ihre Ulti halt kann sie auch extrem schnell wieder in den Teamfight reinkommen. Sie kriegt halt 90% Movement Speed out of Combat. Also sie wird dann, denke ich mal, auch sehr, sehr schnell wieder im Teamfight dabei sein. Also da braucht man sich, denke ich mal, nicht so wirklich viele Sorgen machen. Jetzt auch, dass sich nach und nach zurückgezogen wird. Man muss bedenken, dass das Team von der 1000 Kilo Handelbank zwei globale Ultis hat. Sie können sehr schnell von A nach B kommen. Gerade mit der Kombination aus TF und Shen. Das heißt, TF beamt sich irgendwo hin mit der Shen-Ulti auf sich drauf. Absolut kein Problem für ihn, da hohe Distanzen zu überwinden. Muss halt nur lang genug überleben und er hat halt noch nicht das Hourglass. Ja. Also ich denke mal, er wird sich jetzt das Hourglass holen oder vielleicht sogar Rabadons. Also ja, ich würde sogar eher mal denken, Rabadons wird er sich holen. Der TF-Ulti wurde jetzt aktiviert und hat sofort den Baron-Versuch abgebrochen. Jarvan geht jetzt hier volle Wucht auf Sequin, aber dieser kann sich während Caitlyn ebenfalls ein attraktives Ziel. Aber ich denke, der Jarvan wird es gleich komplett zerreißen. Shen kann nicht dazukommen, hat sich lediglich geportet, stand also quasi nur da. Auch der Varus versuchte so viel Schaden wie möglich an den Tanks anzurichten. Nami wird jetzt hier, denke ich, noch gefinisht werden und Quinn rastet hier vollkommen aus. Er wurde gefokust, hat sich gewehrt. Und hat somit auch den nicht einfachen, aber einen erfolgreichen Teamfight hinter sich gebracht. Ja, man hat auch gesehen, während Caitlyn und Quinn da schön den Jarvan, jetzt wird er nochmal exekutiert, während die schön den Jarvan getötet haben, hat der Zack die ganze Backline vom Team von der 1000 Kilo Hantelbank, also den Twisted Fate, die Nami und den Varus, richtig kaputt gemacht. Also der hat richtig viel Schaden gemacht, hat auch schon richtig krasse Resis, also viel Rüstung, viel Magieresistenz und vor allen Dingen richtig viel Life und kann da einfach mit dem Grundschaden seiner Spells richtig viel Schaden machen. Und wenn dann natürlich noch die Carries, die Quinn und Caitlyn danach, nachdem der Jarvan tot ist, dazukommen, dann wird es ganz schön böse für die 1000 Kilo Handelbank. Man muss noch dazu sagen, dass sich Zack hier sehr wohl gefühlt hat in diesem engen Terrain. Das heißt, er kann ja wirklich an den Büschen entlang springen, trifft dann auch jeden mit seiner Ulti. Es ist halt wirklich schwierig, da effektiv zu dodgen. Entscheidend war aber,
die beiden AD-Carries konnten sich halt wehren und konnten dann gerade mit den beiden Last Whispern den Jarvan komplett zerschreddern. Und Jarvan konnte nicht die gleiche Präsenz aufbauen wie ein Zac. Gerade mit dem Einsatz von Shen. Shen disabled sich selbst, wenn er die Ulti aktiviert. Und wenn er da denjenigen nicht retten kann, ist er im Fight völlig useless. Also er bringt in direkten Fight, ist Shens Ulti nicht effektiv. Das ist das große Problem. Auf jeden Fall, ja. Also da ist Zacs Ulti auf jeden Fall um einiges effektiver, da sie einfach Schaden macht, Knock-Up, ihn so nahezu CC-immun macht, da man halt Resistenz gegen CCs bekommt, solange man in der Ulti ist und vor allen Dingen halt auch Schaden macht. Wie gesagt, er macht halt ziemlich viel Schaden pro Bounce, kann halt in seiner Ulti auch permanent sein Unstable Meta durchspammen und ja, man hat ja gesehen, wie die Backline da vom Zac kaputt gemacht wurde. So bedenken, dass er sich für die Sorcerer's Shoes entschieden hat, hat, denke ich auch, und da bin ich mir sehr, sehr sicher von den Runenbild her, ja, geht er auch auf Penetration, kann da einen hohen Grunddamage anrichten und man muss ja bedenken, dass Sunfire profitiert ja auch von einer gewissen Durchdringung, deswegen großer Vorteil. Quinn hat sich auch ein interessantes Item nun geholt, geht hier auf die CC Reduction. Ja. Schon auf jeden Fall sehr gut von Quinn, dass sich das Item gekauft hat. Hat natürlich jetzt auch mehr Movement Speed, sind 10% Movement Speed auf diesem Item. Attack Speed, Attack Damage, Cooldowns, auf jeden Fall ein richtig schönes Item. Wird selten gebaut, aber finde ich auf Quinn auf jeden Fall angebracht. Man kann jetzt hier mit der hohen Move Speed auf jeden Fall das Aqua Prism von der Nami dodgen. Dragon wurde jetzt hier nebenbei ganz gediegen gemacht. Serverforge nutzt da den Vorteil aus, das ist klar. Die Handelbank muss da schauen, dass sie da den Tower verteidigen kann und können aber diesen Vorteil wieder nicht nutzen. Shen ist dort, wo der Fight gerade ist. Er kann nicht split pushen und das gleiche gilt für TF. Hier ist es schwierig, dann richtig zu arbeiten, weil was bringt einem da die Ulti, wenn es kein Überraschungseffekt mehr ist? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt schon mehrmals dieses Problem, dass einfach diese Global-Ultis natürlich sehr stark sind, weil man als Split pushen kann. Aber wenn man das nicht machen kann, dann... Oh, Zac kommt jetzt hier dazu. Schafft es aber nicht ganz. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Bin mir sicher, ob jetzt hier noch ein Fight gestartet wird. Man holt natürlich alles aus dem Baron-Buff noch raus, was man zur Verfügung hat. Aber es stimmt schon. Globale Ultis müssen auf eine globale Weise genutzt werden. Und wenn hier alle unten sind, ist das Team von Serverforge da noch im Vorteil. Trotz der ungewöhnlichen Variante mit dem Quinn. Auf jeden Fall. Also Quinn macht natürlich auch extrem viel Schaden schon einfach. Und ja, wenn man diese Shen-Ulti, wie du schon gesagt, Shen nimmt sich komplett selbst raus, wenn er im Fight unten die Ulti benutzt, dann steht er halt einfach nur statisch in der Gegend rum und macht halt gar keinen Schaden mehr, kann nicht taunten. Und das hat halt Zac nicht. Zac macht halt permanent Schaden. Wird jetzt hier auch weiter Druck aufzubauen. Baron Buff muss genutzt werden. Wir müssen ja schauen, dass man trotzdem 1, 2, 3 Hits auf dem Tower landet. Wir haben hier die Caitlyn mit einer unglaublich hohen Reichweite. Sie spielt aber vorsichtig und das muss sie auch tun. Trotzdem kann Shen und vor allen Dingen TF da hart engagen. Zurzeit noch nicht. Das Hourglass fehlt da, um wirklich effektiv zu sein. Aber sieht schon, Caitlyn versucht hier eher den Champions-Schaden anzurichten, anstatt auf den Tower zu gehen. Ja, man bekommt natürlich durch den Baron-Buff auch immer eine hohe Regeneration. Also man bekommt nicht nur AD und AP, sondern auch eine Regeneration von Mana und Leben. Und das heißt, man kann auf jeden Fall nicht so stark gerest werden von den Gegnern und kann dann natürlich auch mehr Druck auf den Turm aufbauen. Sie sehen es ja schon, dass TF sich ganz kurz abziehen musste. Ist eigentlich kein Ding für ihn, weil er ja mit der Ulti relativ schnell dazukommen kann. Muss aber schauen, weil gerade auf allen Lanes Druck gemacht wird. Das ist halt gefährlich. Oh, Blase wurde nur getroffen. Harter Engage auf die Caitlyn. Sie schafft es aber auch. Schönes Crescendo. Um sie da in Ogleform zu schützen. Jetzt steht sie weit hin. Damasia kommt hier dazu. Sie kann sich aber noch verteidigen. Und das ist halt ein Riesenproblem. Quinn finisht hier einen nach dem anderen. Hat hier die Chainka auf Corruption ein bisschen abbekommen. Muss da schauen, dass er nicht zu viel Schaden wird. Elise auch sehr, sehr low. Entkommt hier aber mit dem Repel. Quinn wieder sehr aggressiv. Geht rein. Wird zwar gefinisht. Die Ulti von Caitlyn kam sogar komplett durch. Der Supporter konnte sich nicht davor stellen. 4-1 getradet. Ja, sehr schön. Also auch das Repel von der Elise hat der richtig den Arsch gerettet. Also richtig gut gemacht. Auch Quinn hat da sich von vornherein auf den Shen konzentriert. Also hat er den Shen echt in Sekundenschnelle zerstört. Und ich denke mal, das wird jetzt hier auch das Ende des ersten Spiels sein. Denn 4 Leute von Team Serverforce sind noch am Leben. Und vor allen Dingen 2 Carries. Ein Carry, der da ordentlich auf dem Turm Schaden machen kann. Richtig, die Türme verabschieden sich. Super Minions waren ja ebenfalls noch durch die Mitte am Start. Und das war das Problem. Man kann den Tower nicht lange halten. Der Inhibitor trollt. Das heißt, er hat sich wieder regeneriert, muss erstmal eingekloppt werden. Der Tower ist hier erstmal unverwundbar, drückt hier so viel Schaden raus, wie er kann, bevor er wie ein kleines Karten noch zusammenfällt. Aber einige Minions sind jetzt wieder am Start. Trotzdem hat man jetzt 2 Inhibitoren quasi parallel zerstört. Das heißt, doppelter Druck auf beiden Lanes. Und die Top-Lane ist ein sehr, sehr simples, einfaches Ziel. Man kann sich einfach Zeit lassen und den Tower einbrechen lassen. Red Buff wird aber nicht gemobst.
Ja, also gerade auch mit der Top-Lane vor dem Teamfight, gerade stand da auch noch der zweite, also der Inner-Turret, wurde jetzt von den Creeds auch gefinished. Also sie haben, können da jetzt so durchaus auf der Top-Lane einfach Druck machen. Ein Nexus-Turret ist auch schon zerstört. Also dieses Spiel, wenn es die 1000 Kilo Hantelbank schafft, dieses Spiel zu drehen, also dann ziehe ich echt meinen Hut. Also das wird eine ganz schwere Nummer. Ich bin nur noch gespannt, ob man im nächsten Spiel einen Quinn-Bann sieht. Mhm. Wenn es dazu kommen sollte, dass hier die Team Silverforge gewinnen. Sie haben halt echt die ungewöhnlichen Pick ausgebracht und sie lohnen sich. Mittlerweile hat sich Quinn hier mit der Quicksilber-Schärpe ausgestattet. Auch der Sekt hier mit der Maske am Start. Das heißt, sein Grundschaden ist mittlerweile so hoch. Und da muss das Team von der 1000 Kilo Handelbank aufpassen. Jeder ist hier in der Lage, Damage rauszuhauen. Sei es aufgrund der Grundstats oder mit den entsprechenden Items, wie man es mittlerweile bei Sekt sieht. Ja, und man sieht vor allen Dingen auch die Sona. Also wir haben 18 Kills für Team Silverforge und Sona war tatsächlich an 17 der Kills beteiligt. Die Crescendos waren immer sehr gut. Sie hat immer schön geslowt. Wir haben hier engaged jetzt hier. Man versucht auf den Quinn zu gehen. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Aber die beiden Carries zerruppen halt hier den Javan und das ist bedrohlich. Jetzt als nächstes kommt hier der Shen dazu. Sie, aber immer noch in der Lage. Quinn muss hier über die Wand flashen. Hat sich da ein bisschen falsch positioniert. Kein Problem mit der Ulti da zu finishen. Jeder wird jetzt hier nach und nach zerruppt. Shen der Einzige, der sich hier oben noch irgendwie allein behauptet hat. Aber man kann einen AD nicht mit diesem Item zerdrücken. Gerade dann mit diesem hohen Lifesteal. Die ganz einfach die Caitlyn da mitbringt, auch durch die Essenzen, sollte man nicht vernachlässigen. Caitlyn hier sehr, sehr bedrohlich. Ja. Haut noch die Ulti raus. Führt aber nicht zum Tod. Team Silverforge holt hier das 1:0 in dem Teamfinale von SK Gaming. Nicht schlecht. So, wir sehen jetzt nochmal ganz kurz die Statistik. Das ist ja das Interessanteste. Erneut waren es die Fights. Beides wieder ausgeglichen und es ist halt wirklich schön zu sehen. Laning Phase, keine große Dominanz, meiner Ansicht nach. Natürlich gab es einige Farmunterschiede. Trotzdem kam dann wirklich dieser ungewöhnliche Pick durch. Vielleicht haben wir uns zu sehr auf die Quinn fokussiert, aber sie ist halt der interessante Fakt gewesen und derjenige, der sich gut verhalten muss. Ja, also das war auf jeden Fall der Fall. Also Quinn hat sehr gut gemacht. Du hast im letzten Teamfight halt gesehen, wie schnell der Jarvan geplatzt ist. Also der hat so viel Rüstung gebaut und trotzdem haben die beiden Carries den echt in Sekundenschnelle zerstört. Und auch die Sona, ich kann es nur nochmal sagen, also Sona hat ein super Spiel gemacht, war an fast jedem Kill beteiligt, hat super Ultis gesetzt. Besser geht's nicht.